Hallo und herzlich willkommen zum Lösungsvideo einer ehemaligen Klausuraufgabe in physikalischer Chemie. Die damalige Klausuraufgabe, die wir hier vorliegen haben, lautete wie folgt. Kupfersulfat ist ein idealer Elektrolyt und dissoziiert in Wasser, vollständig in Kupferionen und Sulfationen. Die Formel wurde dazu auch nochmal explizit gegeben. 2,5 Kupfersulfat-Pentadrat werden mit Wasser auf ein Volumen von 1 Liter verdünnt. Der Aufgabenteil A. Ermitteln Sie die molare Grenzleitfähigkeit der Lösung. Die Grenzleitfähigkeit bezieht sich dabei auf 1 Mol Kupferionen und 1 Mol Sulfationen. Der Aufgabenteil B lautete: Berechnen Sie die spezifische elektrische Leitfähigkeit K der Lösung. Hierbei handelt es sich um eine ideale Lösung. Kommen wir jetzt zum Aufgabenteil A. Und zwar geht man da wie folgt vor. Erstmal muss definiert werden, dass für einen idealen Elektrolyten gilt, dass die Grenzleitfähigkeit gleich die Leitfähigkeit gilt. Also das heißt, dass die konstant ist. Und die Formel, um die Grenzleitfähigkeit zu berechnen, besagt die Addition der Grenzleitfähigkeit der Kationen plus die Grenzleitfähigkeit der Anionen. Das ist quasi die Hauptformel, die wir benutzen. Und diese Werte, die müssen wir herausfinden, beziehungsweise die sind in der Klausur tabellarisch gegeben. Und zwar, die habe ich Ihnen hier mal schön aufgeschrieben. Und zwar ist die Grenzleitfähigkeit für das Kupferkationen liegt die bei 53,6 und die Grenzleitfähigkeit bei dem Sulfation liegt bei 80,0. Diese Werte müssen jetzt einfach in die obrige Formel eingesetzt werden, aber dabei ist ganz wichtig zu beachten, dass wir die Grenzleitfähigkeit nur bezogen auf eine Ladung vorliegen haben. Wir haben nämlich nur ein halbes Kupferkation, das ist ja zweifach positiv geladen. Sprich, wir haben hier nur ein halbes liegen, aber wir wissen ja aus der obigen Formel, dass wir mit einem Ganzen rechnen müssen. Also müssen wir hier unten bei der Ausrechnung das Kupferkationen auch mal 2 nehmen. Gleiches gilt für das Sulfatanion. Das muss auch mal 2 genommen werden, weil auch hier steht der Faktor 1,5 davor. Wurden die Werte mal 2 genommen, kann man die Werte ganz normal addieren, wie es auch die Formel besagt. Und man kommt zu der Grenzleitfähigkeit von 267,2. Und damit hätte man auch schon den Aufgabenteil A geschafft. Mein Partner macht jetzt mit dem Aufgabenteil B weiter. Ich wünsche viel Spaß dabei. So, kommen wir nun zu Aufgabenteil B. Hier sieht man zunächst die benötigten Formeln, wobei man einmal die Formel für die Äquivalentleitfähigkeit hat. Diese ist Kappa durch C, also die spezifische elektrische Leitfähigkeit durch die Konzentration. Dann benötigt man die Formel für die Konzentration, welche gleich die Stoffmenge durch das Volumen der Lösung ist, und die Formel für die Stoffmenge, welche gleich M durch M, also die Masse durch die molare Masse ist. Gesucht ist in diesem Aufgabenteil die spezifische elektrische Leitfähigkeit Kappa. Gegeben sind folgende Werte. Einmal, dass man 2,5 Gramm Kupfersulfat-Pentahydrat benutzt und diese mit Wasser auf ein Volumen von 1 Liter verdünnt. Mit diesen Werten kann man zunächst die Stoffmenge ausrechnen, welche dann 0,01 Mol beträgt. Damit kann man dann die Konzentration vom Kupfersulfat-Pentahydrat ausrechnen, welche 1 mal 10 hoch minus 5 Mol pro Kubikzentimeter beträgt. Hierbei hat man noch von Mol pro Liter in Mol pro Kubikzentimeter umgerechnet, um später damit besser weiterrechnen zu können. So, dann kann man die Formel für die Äquivalentleitfähigkeit nach Kappa umstellen. Kappa ist dann Lambda mal C. Und man trifft eine weitere Annahme, und zwar, dass die Grenzleitfähigkeit gleich die Äquivalentleitfähigkeit ist. Und somit kann man die Grenzleitfähigkeit aus Aufgabenteil A übernehmen.
Damit kann man dann Kappa ausrechnen und Kappa beträgt 2,67 Millisiemens pro Zentimeter.